Wir sprechen in diesem Kurs über die Radarrückstreuung, die immer dann eine Rolle spielt, wenn ich mit aktiven Radarsystemen arbeite. Das heißt, es wird durch meinen Sensor aktiv ein elektromagnetischer Puls generiert, erzeugt, ausgesendet, Richtung beispielsweise Erdoberfläche gesendet und am Erdboden oder auch über dem Ozean erfolgt die Rückstreuung des Signals und ein Teil der ausgesendeten elektromagnetischen Welle wird zurück zum Sensor gelangen und dort registriert. Das heißt, wir haben ein aktives System, welches aktiv elektromagnetische Impulse aussendet und nicht auf natürliche Strahlung angewiesen ist. Damit sind mehrere Vorteile verknüpft. Zum einen kann ich mir selbst ein solches System generieren und die Systemparameter festschreiben, sprich Wellenlänge, Polarisation, Einfallswinkel, Energiestärke und so weiter und so fort. Ich kenne mein System. Zweitens bin ich eben nicht auf natürliche Wellen angewiesen. Ja, ich habe ein aktives System, was auch nachts funktioniert. Und ein weiterer großer Vorteil, mit Mikrowellen zu arbeiten, also mit Wellenlängen, in dem Fall jetzt in der Radarfernerkundung zwischen X-Band um die 2 cm, momentan L-Band, aber auch bis P-Band irgendwann hochgehend, fast 1 Meter Wellenlänge. Ich bin in der Lage und kann Wolken nahezu frei durchdringen und habe mit Wolkenbedeckung wirklich in der Regel keine Probleme. Ausnahme wären massive tropische Regenergüsse und kurze Wellenlängen. Dann werde ich hin und wieder Artefakte durch solche Niederschlagsereignisse sehen. Im Regelfall beeinflussen mich Wolken nicht. Also zusammengefasst, ich habe ein aktives System, welches elektromagnetische Wellen erzeugt. Am Boden erfolgt die Rückstreuung und das zurückgestreute Signal wird durch meine Antenne generiert. Und damit unterscheidet sich das System von vielen anderen Systemen, die passiv arbeiten. Beispielsweise optische Systeme, die die Reflexion des Sonnenlichts einfangen. Oder auch passive Radarsysteme, die im selben Wellenlängenbereich arbeiten wie auch aktive Radarsysteme, jedoch in diesem Fall die natürliche Strahlung der Erdoberfläche aufzeichnen und in dem Sinne nicht von einem System abhängig sind, welches aktiv Strahlung generiert. Jedoch haben solche Systeme den Nachteil, dass die Menge der natürlicherweise zur Verfügung stehenden Mikrowellenstrahlung sehr, sehr gering ist und ich muss über große Flächen integrieren, um überhaupt ein messbares Signal zu erzeugen, was dazu führt, dass ich nur mit sehr geringen geometrischen Auflösungen arbeiten kann. Ein weiteres Beispiel für ein aktives System wären Lasersysteme, die aktiv wirklich Laser-Lichtimpulse aussenden und auch dort das reflektierte Echo wiederum registrieren. Solche Lasersysteme werden in der Regel dazu eingesetzt, Entfernungen zu messen.